Brutale Schilderungen von Gewalt gegen schutzlose Migranten in Saudi-Arabien. Ein Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat Zeugenaussagen zusammengetragen. Saudi-Arabien wird vorgeworfen, seit März 2022 hunderte äthiopische Migranten und Asylbewerber getötet zu haben. Saudische Truppen hätten an der jemenitisch-saudischen Grenze systematisch Flüchtlinge erschossen. Auch Sprengstoff soll von den Grenzsoldaten eingesetzt worden sein, sogar gegen Frauen und Kinder. Saudi-Arabien hat in der Vergangenheit Vorwürfe über Tötung und Menschenrechtsverletzungen durch seine Grenzsoldaten immer bestritten. Die Flüchtlingsroute vom Horn von Afrika über Jemen nach Saudi-Arabien gilt an sich schon als eine der gefährlichsten der Welt. Enthüllungen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Mit dem Managing Director für digitale Investigation, Sam Dabalay, kann ich jetzt sprechen. Hallo. Schönen guten Abend. In dem Bericht gibt es sehr schwere Vorwürfe, die erhoben werden. Wie haben Sie die Faktenlage überprüft? Also dieser Bericht ist basiert auf 42 Interviews, die wir zwischen Januar und Juni 2023 geführt haben. Wir haben gesprochen mit äthiopischen Migranten, die zwischen März 2022 und Juni dieses Jahr versucht haben, die Grenze zwischen Jemen und Saudi-Arabien zu überqueren. Wir haben auch dazu analysiert über 350 Videos und Fotos, die uns geschickt wurden und die wir in sozialen Medien, zum Beispiel TikTok oder Facebook, gefunden haben. Und wir haben auch eine Analyse mit über mehrere Quadratkilometer von Satellitenbildern gemacht, um eine richtige, gute Bild des Gebiets zu bekommen. Aber reicht das, um zu sagen, das sind gezielte, systematische Tötungen, was ja juristisch dann auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet werden könnte? Also wenn es um eine richtige Politik des Staates ist, wenn wir darüber reden, dann ist Human Rights Watch der Ansicht, dass diese Tötungen möglicherweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein könnten. Das ist richtig. Und was hat Sie besonders erschüttert bei der Sichtung des Materials? Also die Videos, die wir geschaut haben, zeigen Tote und verwundete Migranten auf den Wegen, in den Lagern, in medizinischen Einrichtungen, in Krankenhäusern. Wir sehen auch die Grabstätten in der Nähe, die Migrantenlager oder die Migrantenkampen an der Grenze. Und während wir auch seit 2014 Tötungen von Migranten an dieser Grenze dokumentiert haben, scheinen jetzt in diesem Bericht die Tötungen eine bewusste Eskalation, würde ich sagen. Also das für uns ist richtig schockierend. Hat die saudische Regierung, haben die Behörden in irgendeiner Weise auf diese Vorwürfe, auf den Bericht reagiert? Also die Vereinten Nationen hat bereits im Oktober letztes Jahres über diese Tötungen berichtet und von mehreren hunderten Toten gesprochen. Die Reaktion derzeit der Saudis war eine Verweigerung oder keine Reaktion, sowie auf unsere früheren Berichte über diese Toten an der Grenze. Also wir haben jetzt Saudi-Arabien lange vor die Veröffentlichung dieses Berichtes über unsere Erkenntnisse informiert und die Möglichkeit eines konstruktiven Dialogs begrüßt. Aber sie haben uns konsequent ignoriert. Also wir laden die immer noch ein, sich in einer sinnvollen Diskussion zu beteiligen, wenn sie wollen. Wie sollte es denn jetzt weitergehen? Also Deutschland etwa hat ja saudische Grenzsoldaten in der Vergangenheit auch ausgebildet. Deutschland hat auch Anlagen zur Grenzüberwachung geliefert. Leitet sich da eine Verantwortung ab? Wie kann man das nach vorne wenden? Also zuerst muss Saudi-Arabien damit aufhören. Es muss seine Politik der Angriffe auf Migranten an der Grenze zum Jemen sofort einstellen. Und Deutschland, wie Sie sagen, hat auch hier eine Rolle zu spielen. Deutschland kann Saudi-Arabien öffentlich unter Druck machen, auf diese Politik zu beenden. Und Deutschland, von unserer Meinung aus, unserer Ansicht aus, sollte auch alle Transfers von Waffen an Saudi-Arabien aussetzen, auch Ausbildungsverträgen mit dem saudi-arabischen Innenministerium. Was muss unternommen werden, ganz konkret, um die Migrantinnen und Migranten zu schützen vor Gewalt?
Also hier an der Grenze haben wir immer noch Probleme. Also Saudi-Arabien hat eine Politik, weil, ob es offen ist oder nicht, das muss sofort auch aufgehört sein. Wir müssen darüber reden. Also wir haben so lange hierüber gearbeitet, weil oder recherchiert, weil wir wissen, dass auch letzten Oktober, als der Vereinten Nationen darüber geäußert haben, wurde das fast ignoriert. Also unser Bericht, unsere Recherche bringt alles zusammen, die Berichte der Migranten, auch die Bilder. Und wir hoffen, dass mit ein bisschen Licht dazu die anderen Staaten der Welt darauf reagieren. Sam Dabalay von Human Rights Watch, danke für Ihre Zeit. Vielen Dank, schönen Abend.